Erste Drittelpause in der Partie der Krefeld Pinguine gegen die Hamburg Freezers. 1:0 steht's, 14. Spielminute war es, in doppelter Überzahl. David Fischer, der das 1:0 markiert hat auf Zuspiel von Boris Blank. Und bei mir steht ein Spieler, der wahrscheinlich eine der schmerzhaftesten Verletzungen der bisherigen Saison erleiden musste. Sinan Akhtar, großer Verteidiger, herzlich willkommen. Beim Spiel in Nürnberg ist es passiert. Einmal Schläger gegen Gesicht und für die Zähne hat es nicht so wahnsinnig gut ausgesehen. Was ist jetzt nach der OP das bittere Fazit dieser Verletzung? Ja, wie man sehen kann, sind erstmal 5,5 Zähne draußen. Der Knochen ist auch leider gebrochen, also Oberkiefer über den Backenzähnen. Aber momentan geht es schon wieder. Also ich kann schon wieder essen, also so weiche Sachen und flüssig. Ich wollte gerade sagen, und dabei isst du, glaube ich, relativ gerne, ne? Hat man gehört, so aus Mannschaftskreisen. Ja, wer isst denn nicht gerne? Also ich esse schon echt gerne, aber momentan echt. Meine Mutter, meine Eltern sind da, die kochen viel. Alles ist schon okay. Also dann gibt es auf jeden Fall was Weiches für die Zähne. Ich finde es schön, dass du A, schon wieder lachen kannst, B, natürlich auch schon wieder stehst und das Ganze mit Humor nimmst. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Wann kann man mit einer Rückkehr aufs Eis ungefähr rechnen? Was muss noch alles gemacht werden im Moment? Ja, ich habe ja so eine Platte jetzt drin am Kiefer und der Knochen muss erstmal wieder zusammenwachsen. Also ich denke noch, bis Ende November werde ich, ich weiß nicht genau wann, die Ärzte müssen es entscheiden, aber Ende November werde ich wahrscheinlich schon spielen. Spielt man danach irgendwie vorsichtiger? Hat man das im Kopf oder sagst du, ist Eishockey, kann passieren und so ist es eben? Ja, ist eigentlich meine eigene Schuld, dass es passiert ist. Ich habe meinen Mundschutz kurz davor rausgenommen. Ja, wenn ich wieder aufs Eis gehe, spiele ich im Vollvisier, dann kann nicht mehr so viel passieren, hoffe ich. Ja, ja, dann spiele ich wieder, also ich versuche wieder ganz normal zu spielen. Im Hinterkopf hat man es noch ein bisschen, aber es passiert, das gehört zum Eishockey dazu. Motivier dich mit Essen. Wir wünschen dir gute Besserung, dass du dann schön wieder ein herzhaftes Steak essen kannst. Jetzt geht es noch rüber zur Mannschaft. Sieht aber ganz gut aus. Mit 1:0 im Rücken gegen Hamburg ist nicht das Verkehrteste. Nein, also die Überzahlchance haben die jetzt genutzt, machen auch viel Druck und jetzt müssen die hinten gut stehen und dann wird's schon. Sinan, dir und deinen Zähnen natürlich alles Gute. Vielen Dank für deinen Besuch hier im TV-Studio. Das ist dein Applaus. Gute Besserung weiterhin. Vielen Dank. Und Adriana kommt auch noch kurz zu uns aus dem Pinguine TV-Studio. Es geht ja Richtung Weihnachten, das heißt, wir suchen so ein paar Geschenke langsam aber sicher aus. Und das hier wäre schon was für Sinan gewesen, ne? Was habt ihr da alles Tolles im Angebot in flüssiger Form? Es gibt einmal den Weißwein und den Rotwein. Die kosten beide 59, sind beides liebliche Weine und extrem lecker. Okay, und die werden übrigens in Krefeld abgefüllt, sehe ich gerade. Es gibt natürlich nicht nur Socken zu Weihnachten. Ja, abgefüllt und abgefüllt, genau. Es gibt natürlich nicht nur Socken zu Weihnachten, was man verschenkt, sondern auch den berühmten Schlips. Ja, Schlips, Oberhemd und Socken. Was haben wir da für eine Krawatte im Angebot? Das ist die super hübsche Pinguin-Krawatte, wie man sieht, in Schwarz-Gold. Liegt preislich bei 29 Euro. Gibt es auch in zwei weiteren Farben. Okay, dann haben wir noch was für den Herrn oder für die Dame und zwar was zum Wenden. Genau, das ist unsere Wendemütze, kann man einmal so tragen, wie das jetzt hier einmal ist und wie der Name schon sagt, in Schwarz nochmal, sieht dann mindestens genauso hübsch aus. Zeitlos und schick, preislich liegt die bei? 16 Euro. Und nicht nur das habt ihr im Fanshop, sondern natürlich auch für diejenigen, die noch nicht wissen, was soll ich verschenken zu Weihnachten, gibt es noch eine schöne Variante. Ja, da gibt es Gutscheine ab 5 Euro aufwärts. Für die ganz Unentschlossenen oder die einfach noch nicht wissen, was sie kaufen oder verschenken sollen. Gutscheine ab 5 bis Open End, Beträge offen. Also 5 bis 50.000 Euro, diese Gutscheine können Sie erwerben, zum Beispiel bei Adriana vom Fanshop der Pinguine, direkt hier über dem Haupteingang und natürlich neben der Geschäftsstelle. Öffnungszeiten gibt es auch unter krefeld-pinguine.de und gleich gibt es Drittel Nummer 2 der Krefeld Pinguine gegen die Hamburg Freezers, aktueller Spielstand 1:0.